Servus, ihr Schlawiner. Hier ist Schlawiner. Genau wieder hier. Ja, ich will mal wieder ein bisschen Red Tides Art of War oder Art of War Red Tides. Ich vergesse mal, welcher Teil des Titels zuerst kommt. Ist aber egal. Für die, die es noch nicht kennen, das ist ein Sidescroller, ja, Actionspiel. Rundenbasiert, aber in Echtzeit. Also, das heißt, es gibt Wellen, in denen man dran ist, wenn man 3 gegen 3 spielt. Ja, also, man hat dann immer 18 Sekunden Zeit. Wenn man an dritter Stelle dran ist, hat man halt dann 36 bis knapp 40 Sekunden Zeit. Ich mache Multiplayer oder spiele Multiplayer. Diesmal zuerst mit den, ich zeig die mal kurz am Setup. Mit den Terran. Die spiele ich zuerst. Das ist mein Setup. Benutzen werde ich wohl eher nur die beiden Einheiten. Den werde ich auslassen, den wohl auch eher. Die sind zwar am Anfang relativ gut, obwohl hier steht Mid-Game. Also das heißt so, ab Runde 10 oder dergleichen. Werde ich jetzt aber nicht benutzen. Also erstmal mit Terran. Das sind überwiegend hier, wie man sieht, mechanische Einheiten. Und ich werde auch gleich mal anmelden, sonst dauert das eine ganze Weile. Quick Play. Ja, Kaiser Franz spielt es mittlerweile auch. Ist schon ein bisschen spät, deswegen werde ich auch kein Rank spielen. Auf Rank komme ich in einem anderen Video zu sprechen. Ich melde mal an hier. Das kann jetzt eine Weile dauern, da steht 45 Sekunden Wartezeit. Wir haben es jetzt 23 Uhr. Und ich werde das wahrscheinlich hier dann so ein bisschen überspringen. Oder ich erzähle einfach weiter. So, jetzt geht's endlich los. Alle klicken rauf, hoffe ich. Denn man hatte gesehen, da stand oben gerade Auto Decline. Wenn das abläuft, müsste man also neu anfangen. So, ich habe gesagt, ich spiele Terran. Also muss ich auch mein Terran Deck einwechseln. Das sind meine Einheiten. Hier, das sind die Kommandofähigkeiten. Hier ist das große Katapult. Das ist, werde ich gleich noch erklären. Die Fähigkeit, um die gegnerischen Einheiten in eine bestimmte Richtung zu schicken. Zum Beispiel zu den eigenen Waffen. Also den eigenen Abwehrkanonen oder wieder weg von der eigenen Basis. Das ist hier Truppenunterstützung, da kommen bestimmte Einheitentypen. Ich fange hier als Dritter an, das heißt, ich habe mehr Zeit, diese Ressourcen zu sammeln. Und Force of Soul Essence, ja, leider ist das Blöde, hier gibt es immer nur noch 2 Karten. So, hier oben sieht man der Start der ersten Runde. Da ist dann der Sit on my Face-Kollege dran. Und danach wäre dann halt der nächste. Was ist das hier? Und ich wäre halt an dritter Stelle dran. Die Einheiten kämpfen automatisch. Man kann sie schon bis zu einem bestimmten Punkt befehligen. Hier gibt es auch keinen Hoch und keinen Runter, wie man sieht. Das ist halt ein Side-Scrolling-Game. In, na, sagen wir 2,5D hier. So, der erste Kollege hat gar nichts rausgeschickt. Hier werden schon diese Essenz-Vorräte angegriffen. Wäre natürlich besser, wenn wir die einnehmen würden. Werden wir wohl aber nicht. So, 1950 bräuchte ich. Ich würde gerne diese Einheit rausschicken hier. Ich muss das also 1950. Komm, 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 komm. Nein, das habe ich verpasst. Den Einsatz habe ich verpasst. Wie man sieht hier, meine Einheit kommt nicht raus, weil sie nicht rechtzeitig fertig war. Und die haben schon eine von diesen Crates weg, von diesen Kisten. Das ist natürlich blöd jetzt. Runde 5 und Runde 25 muss man hier diese Mine aufwerten. Früher musste man sie dreimal aufwerten, jetzt nur noch zweimal. Die ist also schon vorab einmal aufgewertet. Diese Einheiten hier, ja, jetzt wurden sie entdeckt. Hier ist so ein Detektor und da werden diese verstohlenen Einheiten auch entdeckt. So, ich werde mal lieber jetzt gleich auf. Dadurch habe ich dann schneller einen Vorteil. Wenn man zu lange wartet mit dem Aufwerten, kann man nur einmal aufwerten. Das heißt, man ist im Nachteil, weil die Seelenessenz ja langsamer produziert wird. So, meine erste Einheit kommt raus. Wenn hier jetzt natürlich schon viele Einheiten sind, dann können die meine eine Einheit, auch wenn sie recht stark ist, trotzdem weghauen. So, die kommen jetzt vor. Die mache ich relativ schnell noch weg. Das sind die einfachen, anfänglichen Einheiten. Ich werde jetzt die gegnerischen Einheiten hier zu den Waffen locken. Weil die schnell zerschossen werden dann.
So, die haben schon die meisten Kisten geholt hier. Das heißt, die sind wohl eher im Vorteil. Das ist jetzt unser Nachteil. Ich muss aufwerten. Upgrade. Hier sieht man auch den Schaden. Erstes Level, zweites Level, drittes Level. Er sieht dadurch jetzt ein bisschen größer aus, ein bisschen anders. Okay, die haben die große geholt. Hier in den kleinen sind 150 drin, in der großen sind... Oh, mein Einhalt. Was zur Hölle ist meine Einheit? Wieso? Wieso hat das so lange gedauert? Das verstehe ich nicht. Aber gut, ich kann jetzt noch eine zweite herstellen. Das mache ich auch. Ich würde dann die nehmen, die will ich später wieder rausnehmen. Ich gehe mal kurz mit einer Airborne rein hier, also Truppenunterstützung. Wir haben schon ein Geschütz verloren, das ist natürlich blöd jetzt. Hier kommen auch diese leichten Einheiten, dann kommt dazwischen eine etwas größere hier, so eine defensive Einheit und die Kanone. Den auch aufwerten. Blöd ist natürlich, je mehr Einheitentypen man hat, desto häufiger wird man natürlich die Punkte hier, das sind die Aufwertpunkte, vergeben, um... Scheiße, das war ein Luftschlag vom Gegner. Diese Punkte vergeben, um die Einheiten aufzuwerten. Dadurch wird man aber nie eine richtig komplett fertig haben. Bis ganz oben. Ich habe hier noch den Kollegen drin, das ist meine einzige Einheit hier, wie man sieht. Das ist meine Kill-Death-Rate. 2 bis zu 6. Oh, jetzt ist es schlechter geworden. Ich habe hier nochmal ein Airborne-Geschütz. Nicht mehr lange, jetzt ist es weg. Ich werde hier noch einen mitnehmen. Die Einheit werde ich wahrscheinlich später so ab Runde 20 wieder rausnehmen und andere Einheiten, größere Einheiten herstellen. Da sind unsichtbare Einheiten, die werden nur von diesem Auge hier, also von dem letzten, aufgedeckt. Guck mal, wie viele Einheiten der schon hat, das ist ja der Wahnsinn. Jetzt hat er auch Force Rally benutzt, das ist das hier unten, und hat die Einheiten erstmal weggenommen. Natürlich kommt sie jetzt leider wieder. Mal Fort Rally, die sollen erstmal weg hier. Diese Kommandofähigkeit, die ist gratis. Die andere, die würde Geld kosten. Wie man sieht, der Gegner benutzt sehr häufig diese Fähigkeiten, diese Einsatzfähigkeiten. Ich könnte wieder Airborne benutzen, ich will aber gleich einen Katapult benutzen. So, jetzt nehme ich erstmal die wieder zurück, krieg den Punkt zurück und nehme jetzt hier diese Einheit. Die ist richtig heftig. Das sind noch gegnerische Einheiten und da sie keinen Detektor hat hier, werden sie nicht aufgedeckt. Jetzt werden sie aufgedeckt, jetzt kann ich sie auch sehen. Ich hoffe, ich mache genug von denen weg. Level up. Ich sagte ja, diese Einheit ist sehr, sehr kräftig hier. Okay, ich habe einen Katapult, das brauche ich jetzt nämlich auch. Das war mein Katapult. Hat jemand diese Laserkanone benutzt und hat es zerschossen. Schade jetzt. Also, weil hat sich der Einsatz mit dem Teil überhaupt nicht gelohnt. Mal gucken, wie weit wir jetzt kommen. Er hat eine Detektoreinheit, dadurch konnten wir die jetzt sehen hier. Der hat sich schon ziemlich weit aufgewertet. Ich glaube, das ist schon die dritte Stufe. Meine sehen noch nicht so. Ne, das ist die zweite. So wie bei mir.
Gott, ich muss zusehen, dass diese Einheiten hier wegkommen von uns. Die werde ich jetzt wohl nicht mehr schaffen. Okay, ich muss aufwerten. Schade. Nee, eine Einheit von diesen werde ich noch bauen. Irgendwas muss ich ankommen da. So, das heißt, ich werde eine Runde zu spät sein. Ich würde hier jetzt welche wegnehmen oder eine wegnehmen, mache ich aber nicht. Ich brauche hier alle. So, bei 900 kann ich aufwerten. Zack, jetzt. Würden wir den hier zerstören, obwohl ich glaube, das war ist einer von uns hier, könnten wir, nee, da ich den angreife, ist das ja vom Gegner. Okay, also wenn der zerstört wird, kriegen wir 2500 Ressourcen, das wäre natürlich super. Ich könnte hier raufklicken auf die Fähigkeit, dann würden sie eher Luftziele angreifen. Okay, hier ist nur noch eine gegnerische Einheit, das... Gut, ist eigentlich so. Oh, hier. Schon so ein riesen Asterion hier. Okay, der Drache ist tot. Derjenige, der den Drachen tötet, hier, diesen grünen, der kriegt natürlich auch die 2500 Ressourcen. Während bei manchen Dingen, wie diesen Kisten oder wenn man Sachen zusammen zerstört, wie zum Beispiel so diese Abwehrkanonen. Hier. Ja. Okay, einen habe ich noch. Solange der noch da ist, macht er auch noch ein bisschen Schaden. Die Schildkröten sind auch eher defensive Verteidigungseinheiten. Sind halt Verteidigungseinheiten. Gut, ich habe hier meinen Raketenwerfer noch. Jetzt leider nicht mehr. Man kann auch falsch liegen, wenn man, da ich halt wirklich nicht so kleine Einheiten habe, sondern überwiegend so eine sehr großen hier, kann es natürlich sein, dass wenn ich zu lange warte, nur um so eine große Einheit herzustellen, dass ich dann ganz schnell hinten dran bin. Ich brauche das Katapult jetzt hier. Ich werde die mal hier wegziehen. Ist das Katapult noch da? Ja. Das Katapult ist jetzt sozusagen mein Katapult und alles, also alle Kills von diesem Katapult werden mir halt zugute geschrieben. Das heißt, ich kriege auch dementsprechend dann die Kohle davon. Ich warte jetzt auf 5000. Ich will hier so ein Multi-Row-Tank bauen. Der hat zwar nicht so viel Panzerung, ist aber wirklich unheimlich stark. Der zerknallt wirklich viel und deckt gleichzeitig auch verborgene Einheiten auf. Jetzt sieht es wieder für uns ein bisschen besser aus. Runde 48 wäre so oder so die letzte. Das heißt, wenn wir vorher nicht die Basis zerstören, kommt es halt darauf an, wer zuletzt noch Einheiten hier auf dem Feld hat. Ja, Bombrate hier. Ich habe einen ich habe einen Katapult noch. Also nehme ich jetzt hier nochmal Airborne. Um meine Einheiten reinzubekommen. So, noch einen von den Panzern. Das sind Katapulte hier. Aber noch hat er sie nicht dafür benutzt. Also noch sind sie nicht in Position, sodass sie jetzt nur schießen und nicht diese Bälle werfen, so wie sie es jetzt machen werden hier. Da kommen die Geschosse. Und die machen wirklich sehr viel Schaden. So, jetzt hole ich die Asterions hier. Und das sind auch die einzigen Einheiten, die ich jetzt produzieren werde.
werde es nicht schaffen, rechtzeitig noch einen zu produzieren. Oder ich guck mal. Zu spät, glaube ich. Doch, da sind zwei. Habe ich gerade noch so geschafft. Seht ihr, ein ziemliches Gemetzel hier. Das Spielprinzip ist ja sehr einfach. Aber es ist, macht natürlich wirklich süchtig. Und ich habe jetzt in wenigen Tagen 16 Stunden gespielt hier. Das ist eine ganze Menge. So, schnell die Katapulte kriegen hier. Okay, Level up. Ich kann nochmal Airborne benutzen, aber ich warte vielleicht noch eine Runde. Denn eventuell nehme ich nochmal ein Katapult. Okay, jetzt fängt es langsam an. Jetzt kommen die letzten Einheiten. Ich glaube nicht, dass ich noch auf 800 kommen werde. Also werde ich noch einmal Airborne benutzen. Danach kann man auch keine Kommandantenfähigkeit mehr benutzen. Ich werde es jetzt einfach mal lächerlicherweise hier, ich werde ihn ein bisschen nach vorne ziehen. So, jetzt noch eine Runde, dann kann ich auch keine Einheiten mehr herstellen. Obwohl ich noch relativ viel Platz hätte. Gut, aber wir knallen hier die Basis, glaube ich, ganz gut weg. Die Basis, ich glaube, die schaffen wir auch noch. Dann haben wir gewonnen. Dann haben wir gewonnen. Das heißt, ich brauche jetzt eigentlich auch keine Einheiten mehr produzieren. Das machen wir jetzt fertig. Die Basis ist weg. Victory. Komm, zeig's uns an. Zack. Und wir haben gewonnen. Schöne Sache. Ich war nicht der MVP. Bin ich jetzt leider in letzter Zeit auch nicht mehr so häufig. Am Anfang so bis Stufe 20, 25 war ich es häufiger. Jetzt nicht mehr ganz so, aber hier ist mein Level übrigens, 57. So, das waren jetzt vier Teile für meine Aufwertung. 112 hat er nur hergestellt. Okay. Verstehe nicht genau, warum er jetzt hier. Also ich glaube, die Bewertung hat damit gar nichts zu tun, sondern wie viel man letzten Endes, also wie es für einen selber im Kampf liegt. Guck mal, ich glaube, das hat eher was mit der KD zu tun hier. Und seine ist relativ hoch. Also er hat viel gekillt und wenig verloren. Und also jetzt gucke ich nochmal kurz ins Profil und gucken, ob ich die Runen aufwerten könnte. Die kann ich noch nicht aufwerten. Oh, da fehlen mir 30 noch. Okay. Ja, man kann auch die Runen hier. Ich könnte hier noch andere einsetzen. Die sind jetzt auf rot, weil ich gerade auf die rote geklickt habe. Wenn man alle anzeigt. Jetzt sieht man mal, wie viel ich hier noch habe. Und könnte noch also ein zweites Runen-Setup zusammenstellen. Und das dann ausprobieren. Je nachdem, wie ich der Meinung bin, was es besser ist. Mache ich jetzt erstmal nicht. Habe ich auch noch nicht gemacht. Werde ich aber wohl demnächst. Oh, ich habe hier eine Meldung. So, das ist eine Deli hier. Da hole ich mir nochmal die 200 Gold ab. Ja, das war es jetzt erstmal mit Terran. Ich werde dann noch Atlak und Yaugoi spielen. Und demnächst dann auch mal Rank zeigen, weil es dann noch ein klein wenig anders ist. Und ja, danke erstmal fürs Zuschauen. Viel Spaß nochmal beim Zocken. Bis demnächst. Haut rein. Ciao, ciao.